Bei der Gewinnung von Sand und Kies entstehen Flächen, die etappenweise nach der Gewinnung wieder geschlossen werden. Diesen Vorgang nennt man Verfüllung. Nach der Verfüllung werden die Flächen renaturiert, also der Natur zurückgegeben, oder durch Rekultivierung für den Menschen erschlossen. Zum Beispiel als Erholungsgebiet, für Land- und Forstwirtschaft oder den Bau von Häusern und Gewerbe. Doch woher stammt das Verfüllmaterial? Oft von gewerblichen oder privaten Baustellen, wie die von Frau Müller. Bevor das Haus gebaut werden kann, muss eine Baugrube angelegt werden. Die ausgehobene Erde, der Bodenaushub, muss fachgerecht entsorgt werden. Frau Müller hat sich vor Baubeginn informiert und eine passende Verwertungsstelle gefunden. Ein Sand- und Kiesbetrieb, der Verfüllmaterial annimmt, ganz in ihrer Nähe. Dort wird ihr Bodenaushub nach umfangreicher Prüfung von einer Planierraupe in die Grube verfüllt. Frau Müller spart so Entsorgungs- und Transportkosten. Aber eignet sich jeder Aushub für die Verfüllung? Nein, das Material muss strengen Qualitätsmaßstäben entsprechen. Das Material wird sogar mehrfach geprüft, an der Baustelle von Frau Müller, bei der Anlieferung an der Gewinnungsstätte und nochmal nach der Verfüllung. Mitarbeiter des Betriebes entnehmen ebenso Proben wie auch externe unabhängige Labore. Zusätzlich wird das Grundwasser vor und nach der Verfüllung auf Veränderung untersucht. Stimmt die Qualität wie beim Bodenaushub von Frau Müller, wird am Ende des Verfüllprozesses eine Schicht Mutterboden aufgetragen. Nun erhält die frühere Gewinnungsstätte ihre neue Bestimmung.